Es geht aber auch darum, derzeit sind zum Beispiel maximal 500.000 Euro Managergehälter steuerlich abzugsfähig. Das ist eine standortschädliche Vorschrift, die abgeschafft werden muss. Herr Dr. Fuchs, die Globalisierung bringt es mit sich, dass viele Unternehmen ihre Produktion in Billiglohnländer auslagern. Das bedeutet für viele Österreicher auch einen Jobverlust, vor allem für Arbeiter. Welche steuerlichen Anreize könnten Sie sich vorstellen, dass solche Unternehmen in Österreich gehalten werden? Na, es geht nicht nur um steuerliche Anreize, es geht auch um folgende Punkte. Es geht um den Bürokratieabbau, es geht um die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, es geht um eine Reduktion der Informationspflichten und auch der Meldepflichten, es geht um eine Vereinfachung des Steuerrechts, insbesondere im Bereich der Personalverrechnung, es geht um Rechtssicherheit, auch hier im Steuerrecht, es geht um eine Reduktion der Lohnnebenkosten, es geht um das Ende der Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer. Es geht aber auch darum, derzeit sind zum Beispiel maximal 500.000 Euro Managergehälter steuerlich abzugsfähig. Das ist eine standortschädliche Vorschrift, die abgeschafft werden muss. Wir müssen uns aber auch bemühen, dass die Steueroasen weltweit trockengelegt werden, damit sich dieser Tourismus der Großkonzerne endlich aufhört. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es neben den internationalen Großkonzernen auch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen gibt, die eigentlich das Rückgrat der heimischen Wirtschaft bilden und die für 60% der Arbeitsplätze sorgen. Um diese kleinen und mittleren Betriebe müssen wir uns ganz besonders kümmern.